sind wir jetzt hier bei dem Pixel Tower, ne? Wir sind jetzt genau beim Pixel Tower, steht also hier hinter uns. Ja, was wollt ihr wissen? Pixel Tower ist vom Prinzip her erst einmal... Wir lassen erstmal die Kamera so. Hauptbestandteil des Pixel Towers ist ein Case. In diesem Case sind eben einfach ist dieser Turm drin. Der Turm besteht aus zwei großen Teilen, die in der Mitte trennbar sind und die eben hier nochmal verstellt werden können. Das Interessante beim Pixel Tower ist erstmal das ganze Zubehör, was dabei ist. Das heißt, der Pixel Tower kann, wie man es hier sieht, in groß betrieben werden oder eben in zwei kleineren Segmenten. Dabei ist einmal, er kann direkt aufs Case aufgesetzt werden, so die Quick-and-Dirty-Lösung. Man braucht also kein extra Stativ. Man kann aber einfach auch mit TV-Zapfen-Stativ zwei von den Towern einfach draufsetzen. TV-Zapfen, alles ist dabei. Oder seitlich die Füße hinmachen oder einen Hängepunkt hinmachen. Das heißt, eigentlich Montage in allen Varianten möglich. Von der Ausstattung ist es so, er hat 20 bunte LEDs drin mit RGBW, die jede einzeln ansteuerbar ist. Und er hat zusätzlich noch in jedem Segment jeweils 20 warmweiße LEDs, die in einem Segment ansteuerbar sind, wo man halt dann schöne Effekte mitmachen kann. Vorne hier ist eine Milchglasscheibe drin, die kann man wegmachen. Das heißt, hier ist sie jetzt weg. Das heißt, dann ist es etwas enger für im Nebel oder sonst irgendwas oder eben die breite Variante. Und was auch sehr interessant ist, sind die Standalone-Lösungen. Wir haben beim Pixel Tower nicht nur DMX-steuerbar, sondern auch 96 verschiedene in Europa entworfene Lichtdesigns drin, die man also abrufen kann in verschiedensten Farbkombinationen. Das heißt, es ist nicht alles quietschebunt und irgendwie bunt blinkend, sondern man kann halt auch wirklich schöne Stimmungen abrufen, die dann in zwei Farben basieren oder sonst irgendwas, wo man halt auch wirklich auf einer Firmenfeier oder sonst irgendwas wirklich schöne Sachen machen kann. Wie viele DMX-Kanäle habe ich da? Du hast im jetzt so wie er hier steht, sind es knappe etwas über 80 DMX-Kanäle, aber es gibt natürlich ganz viele verschiedene DMX-Modi, je nachdem, was man kann und was man will. Man kann natürlich das ganze Ding auch mit ganz wenig Kanälen als eine Farbe fahren oder sonst irgendwas. Okay, cool.